So, und damit herzlich willkommen zurück zu Siren Blood Curse. Ja, die liebe Nyasu hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es sein könnte, dass ich in Episode 1 nur ein Kapitel gespielt habe und nicht alle drei theoretisch zur Verfügung stehen, ne, wie wir jetzt hier gerade sehen. Denn irgendwie habe ich das auch mal überprüft und habe gesehen, ich habe wirklich auch zweimal nur so ein Video drunter und nur einmal das komplett ausgefüllt. Ganz hinten ist ein Trailer, auch den haben wir scheinbar noch nicht gemacht oder whatever. Ich würde sagen, ich halte mich mal an die Bitte von der lieben Nyasu und wir machen das einfach mal, wa? Machen wir Kapitel 1. Episode 1. Sie möchten ein anderes Kapitel als das, bei dem Sie das Spiel zuvor verlassen haben. Wenn Sie dieses Kapitel starten, können Sie das Spiel nicht mehr an der früheren Stelle fortsetzen. Trotzdem starten. Einer früheren Stelle. Ich glaube, dann können wir Kapitel 3 nicht spielen. Das heißt also, man sieht, so oder so müssen wir irgendeins davon dann weiterspielen wieder. Ja, komm, wir haben ein Kapitel haben wir ja sowieso schon durchgehabt. Also Kapitel 2 haben wir natürlich auch eins durchgehabt. That don't look right. What is that? Did you feel that just now? It felt like everything shook for a second. What are they doing? I thought this was an abandoned village. Who are those people? Das müsste dasselbe Gequatsche sein, was wir schon mal gesehen haben. Nicht abbrechen. Ah, doch, scheinbar schon. Okay. What the hell? Also wie wir sehen, es ist ebenfalls dasselbe Kapitel. Das Ganze mal von vorne spielen. Jetzt ist die interessante Frage. Wir versuchen mal ins Titelmenü zu kommen. Ah, okay, also wir können im Prinzip trotzdem weiterspielen, wie es scheint. Oh mein Gott. Aber irgendwie die Videos dazu haben wir dann auch schon mal gesehen, ja, also. Kapitel 4 haben wir dann schon gespielt. Und Kapitel 2. Ey, ihr habt es jetzt zumindest mal gesehen. Ach, Kapitel 6 auch. Also ich denke mal, dass dazwischen scheinen wirklich nur irgendwelche Videosequenzen zu sein oder Videoszenen. Ich würde sagen, wir machen mit Kapitel 3 weiter. Liebe Nyasu, ich hoffe, du siehst das jetzt genauso wie ich. Und wir machen jetzt weiter. Kann ich nicht direkt auf Trailer vom 12. Episode springen? Are you kidding me? Where those bunch of murderers go to pray? No, you have it all wrong. That was a mistake. But like I told you before. Just shut up. Come on. I swear you're completely useless. Ja, Daddy hat gesagt, der Buhmann existiert nicht. Wer hat Angst vom schwarzen Mann?
Bella Monroe. Bella ist, glaube ich, die Kleine. Ich habe recht. Dammit, doch nö. What should I do? Dann kommen Sie aus dem Krankenhaus, Zeiger-Krankenhaus, was auch immer. Kartenmenü, rufen Sie mit Selectors, bla. Hallo, das haben wir schon gesehen. Ich glaube, wir spielen sogar auf normal immer noch, ne? Oh my gosh. Zimmer, zwei, irgendwas kann ich nicht sehen. 200. Ich gehe mal von 204 aus oder sowas. 205 ist rechts neben uns. Oder 206 halt, ne? Treppenhaus C, Treppenhaus B, Aufzug, Schwesternzimmer 203, 202, 201, Treppenhaus A. Da drüben ist das Forschungslabor. Und da sind wir auch noch dichte dran. Na super, klasse. Aha, damit können wir die unterschiedlichen Höhen multiplizieren. Ostdach. Da gibt es nochmal Zimmer. Noch eins höher. Westdach. Da gibt es scheinbar keine Zimmer mehr. Also an sich bin ich ja neugierig und möchte ja gerne wissen, was in allen Zimmern drin ist. Aber andererseits, da ich ja unterdessen weiß, was hier so rumrennt, ja, möchte ich es ja irgendwie auch nicht wissen. Ne? Vor allen Dingen die Krankenschwestern haben wir auch schon gesehen. Aha, wir sollen von der Rezeption aus Hilfe rufen und gehen Sie über Treppenhaus B hinab in das erste Stockwerk. Ah, das ist im Prinzip dann hier ganz unten. Super, ich vermute mal, die schwarzen Dingens, das sind Regionen, wo wir nicht durchkommen. Eine Apotheke, oh ja, bitte. Rezeption, die ist da unten. Da oben rechts in der Ecke. Da, neben dem Wartezimmer. Da sind wir gerade. Also eigentlich müssten wir theoretisch nur ein Stockwerk tiefer. Theoretisch. What? Boah, da sieht man ja auch schlag gar nichts mehr. Oh mein Gott. Ja, gut. Kamera können wir auch nicht anschalten. Kamera selbst. Taschenlampe meine ich natürlich. Ja, bleibt uns also nichts über. Wir riskieren jetzt einfach mal alles. Alles oder nichts. Oh, was ein Glini ist. Aha, das wäre also um sie zu verriegeln. Boah, ich komme hier nicht hin und her. Oh, kann da draußen nicht mal einer Licht wenigstens anschalten? Dann kann ich nicht sehen, was da rumläuft. Ob da was rumläuft, vor allem. Ich sehe ja gar nichts. Ja, vibrieren. Ich weiß nicht, ob ihr das. Ich vermute mal, ihr habt das genauso gehört wie ich. Es war also auch da. Das heißt also, da draußen rennt definitiv irgendwas rum und. Ich laufe jetzt einfach noch mal raus und riskiere einfach, dass wir umgebracht werden. Dann wissen wir zumindest, wo es herkam. Super, oben ist zu.
mal rein oder bin ich blöd? Allein da hinter der Tür ist einer. Da unten ist einer. Ein Skalpell in der Hand, na sonst geht's gut, ne? Da unten ist einer, da unten ist einer. Und da wird einer hin und her. Scheint aber eine Etage höher zu sein. Ja, zumindest haben wir einen Gegner gefunden, wir wissen, wo er steht. Jetzt muss ich mal gucken. Also, die steht im Schwesternzimmer. Das ist also eine Krankenschwester. Treppenhaus C würden wir hochkommen. Das bringt uns noch nicht viel. Treppenhaus B. Also gehen Sie über das Treppenhaus B ins... okay, also darüber würden wir dann weiter runterkommen. Unten wissen wir aber, dass auch nochmal Gegner sind. Ich würde aber eigentlich auch noch ganz gerne hoch. Und eigentlich würde ich mir auch ganz gerne Jans Zimmer angucken. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn eigentlich... Oder kommen wir überhaupt ins Zimmer Nummer 5? Die sieht so scheiße aus im Schatten, ne? Leise uns voranzuschleichen. Super, hier ist auch ein Gitter unten, da kommen, sehen wir also auch nichts. Sehen, jetzt kommen wir nicht durch, meine ich. Ich vermute mal, wir könnten da zwar langsam hinter, aber ohne eine Waffe. Und wenn ich das richtig vermute, hat die keine. Nein, nur die. Oh, die ist 10. Oh, die ist wirklich noch klein. Nur eine Taschenlampe. Und mit der können wir dann wirklich nicht zuhauen. Und ich befürchte, dass die Kleine sowieso nicht wirklich eine Waffe nutzen kann. Aber was soll sie nutzen? Aha, 12 bis 16 ist hier jetzt die Handlung. Leichte, stumpfe Waffe. Das wäre natürlich eine schöne Waffe, wenn sie die nutzen könnte. Aber die haben wir ja auch nicht bei, also bringt sie so nicht. Ich dachte gerade, die hat uns gesehen. Meine Fresse. So, wir kommen da oben nicht weiter. Da ist zu links, würden wir ins Schwesternzimmer reinkommen. Das bringt uns aber nicht unbedingt viel, weil da die blöde Dingens auch drin ist. Obwohl, wenn die sich nicht umdreht, könnten wir uns zumindest mal kurz einen Blick rein. Obwohl, einen Blick haben wir ja gerade grob reingeworfen. Das andere Zimmer sehe ich jetzt nicht. Da oben kommen wir nicht weiter. Aber ich vermute mal... so, sieht's besser aus. Ah, jetzt sehen wir auch, sie ist 205, so wie ich es vermutet habe. Da kommen wir nicht durch. Da sehe ich auch nicht wirklich eine Tür. Wohl schräg hinter uns müsste eine Tür sein. Wenn wir da reinkommen würden, wäre es cool. Vielleicht ist da ja eine Waffe drin. Das probiere ich. Ja, und wir haben mal wieder den Homer Simpson gehört. Hier ist eine blöde Tür zu. Das ist ja nicht zu. Ich möchte auch vorher noch mal ganz kurz... Gursche Tante. Schrulle. Da hinten rennt jemand rum, aber hoffentlich nicht näher zu uns. Ich möchte mal kurz abgleichen.
Okay, also auch in einem Raum. Das ist natürlich vorteilhaft, dass wir so einen sehr kleinen Charakter spielen. Nachteil ist vermutlich, dass sie nicht wirklich schwere Waffen nutzen können. Und die sind beide unten. Die dritte ist unten. Das ist die Schrulle da oben. Ja. So wie das aussieht, ist sie aber die das Gegner da an die Etage höher. Weil die guckt nach unten und also wir sind eine Etage tiefer. Ja, die ist unten. Die müsste unten sein, wenn ich das richtig sehe. Genau. So, jetzt muss ich aber euch nochmal mit der Karte belästigen. Theoretisch müsste rechts neben uns jemand sein. Ja, ich habe teilweise hier echt. Dadurch, dass ich die Taschenlampe hier nicht anmachen kann, wegen dieser komischen Tante. Wahnsinnig, ja. Ah, okay, ich bin glaube ich schon ein kleines Stück zu weit gelaufen. Ups. Gut. Okay. Das passiert also, wenn wir Türen aufmachen, ohne dass du. Dieses komische Brabbel da im Hintergrund ist echt furchtbar. Neustarten. Ja, aufgeben würde ja nicht sonderlich viel bringen, vermute ich mal. Befürchte ich zumindest. Entkommen aus dem Saiga-Krankenhaus. Ja, das. Ja. Bla. What should I do? Du sollst jetzt gerade gar nichts tun. So, wir wissen ja, wir können hier eigentlich schon direkt ohne Taschenlampe laufen. Also sobald wir die Tür aufmachen, hört die das oder sieht die das oder whatever. Mann. Ich frage mich ja, ob wir die umlegen können, weil immerhin gibt es da eine Tür und wenn wir die nicht töten können, dann würden wir ja nicht in die Tür reinkommen. Richtig? Richtig. Wir gucken jetzt immer sich direkt wieder eure Schrulle an. Dieses Mal sehe ich aber irgendwie ein bisschen besser, das ist ja Vorteil. Hier, die Glocke hat sich erstmal übrig mit der Tante. Die steht zwar nicht weit weg von uns, aber wir haben keine Bewaffnung. Und ich sehe da auf Anhieb auch keine. Und die steht ja so dicht dran, dass die ja. Ich glaube, jetzt sind wir zumindest an der Treppe, oder? Ja. Okay, weil den Aufzug können wir dann logischerweise, wenn wir schon in die Tür nicht reinkommen, können wir den Aufzug auch nicht benutzen. Dahinter kommen wir nicht weiter. Darunter können wir auch nicht, dahin können wir nicht. Ob wir denn dahin kommen, ins Forschungslabor? Weil da habe ich gerade nicht auch kein Ding mehr. Weil ich bin ja immer noch der Meinung, dass hier irgendwo selbstverständlich dann auch eine Waffe sein muss, weil. Da unten haben wir irgendeinen Totton gehört.
aber ganz schön laut dafür, dass die. Die haben hier aber die Tür jetzt aufmachen können, ohne dass wir die alarmieren. Klingt so furchtbar. Zur Sicherheit will ich jetzt hier nochmal kurz gucken, nicht dass hier jetzt auch was irgendwas hinter ist. Danke. Da hinten, das ist da hinten, das ist auch da hinten. Da komm, ich muss gerade schrudeln. Was ist das denn? Wer ist das denn? Wieso ist das denn? Ich probier's jetzt einfach mal. Gut, also hier übrig, da kommen wir also auch nicht durch. Oben lang kommen wir auch nicht und irgendwie ist hier nirgendwo eine Waffe und irgendwie bin ich auch noch nicht wirklich weitergekommen. Das ist natürlich echt furchtbar. Ja, ich versuche jetzt nochmal bis zur Treppe zu kommen. Aha, okay, wir stehen ganz unten dran. Ne? Also, dann schauen wir nochmal. Da hinter uns. Vielleicht finden wir ja später nochmal eine Waffe und könnten theoretisch hochlaufen oder so. Whatever. Da ist irgendjemand in einem Krankenzimmer, was auch noch eine offene Tür hat. Hier ist immer noch ein Typ mit seinem Skalpell. Hier der nächste Gegner ist. Muss ich gerade nochmal gucken? Ja, da lang sollte es durch. Wow, ich höre die nächste Gegner. Kannst du aber auch nur ausprobieren. Ich glaube, hier kannst du eigentlich nur vorrennen und dir die Wege merken, die du gelaufen bist und wo du dann in welche Fallen gerannt bist. Aha, der hier ist eine Etage höher. Jetzt warten wir einfach mal ab, bis sie sich alle mal eine Runde gedreht haben. Der starrt eine Tür an oder so, oder eine Wand oder whatever. Okay, also wird das auf jeden Fall einer, der oben ist, der ziemlich hin und her rennt. Rufen Sie von der Rezeption aus Hilfe, gehen Sie über das Treppenhaus C hinab in den Keller. Was? Treppenhaus C? Wo ist das denn schon wieder? Was soll ich denn im Keller? Was? Wie muss der Treppenhaus C, muss da hinten gewesen sein? Ja, da hinten. Treppenhaus C. Achso, wir sind jetzt. Ah, okay.
Wieso kommen wir von da aus nicht runter? Wir kommen nur hoch. Ja, egal. Ich mache jetzt hier erstmal einen Schnitt. Und wir schauen mal in der nächsten Folge, wie wir weiterkommen, würde ich jetzt mal sagen, ne? Ja, damit ciao, euer Fo.